So. Jetzt bekommen wir Schwefelsäure raus. Das heißt, die Kiste muss da weg. Und wir müssen jetzt... Ging das damit auch? Wir müssen das jetzt in Fässer packen. Da. Ja, das macht hier ein bisschen was durcheinander. Rohr. Bup, bup. Du brauchst Nickelerz. Okay, fordere an. Da. Nickelerz. Ärmchen rein, Ärmchen raus. Und minimal Schwefelsäure kommt an. Gut, dann brauchst du... habe ich erwähnt, dass es nicht schön aussehen wird. Dann forderst du bitte leere Fässer an. Und du wirst nicht beschränkt, nö. Doch wirst du. Auf ein Stack Schwefelsäurefässer. Das sollte dann okay sein. Und so kriegen wir jetzt Nickel. Mann, Mann, Mann. Dann hätte ich gerne... hätte ich gerne meinen Electrolyzer zurück. Ach, habe ich. Wo ist mein Electrolyzer? Das sieht aus wie ein Electrolyzer, ist nur ein Blueprint. Haben keinen mehr. Oder ich verguck mich die ganze Zeit. Bau einfach einen neuen Electrolyzer da. Für jetzt Invar. Mal gucken, ob das auch so interessant im Aufbau ist. Oben links gelb, da oben links gelb. Osten wird angegriffen, aber nicht zerstört. Das ist gut. So, du. Titan haben wir, Alu haben wir, Nickel haben wir, Silikon haben wir, Zink haben wir. Zink. Zink, was? Zink und Schwefelsäure gleich Zinkplatte. Ich bin mir relativ sicher, dass wir Zink herstellen, aber komplett ohne die Reaktion. Das war hier irgendwo beim ganz normalen Einschmelzen, oder? Ich gucke. Tenor, Kobalt. Nein. Aber es ging. Das weiß ich noch. Forder mal einer von euch, der nichts zu tun hat. Du. Forder mal. Nickel, Zink. Forder mal Zink an. Kommt jetzt was angeflogen? Das war kein Zink. Das da ist Zink. Ja, wird 1 zu 1 eingeschmolzen. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich das hier nochmal machen sollte. Das heißt, du bist sinnlos? Hm. Wir könnten jetzt hier anfangen mit der Elektrolyse, mit dem Salz zusammen, um denn die ganzen Zwischenschritte zu machen für das Ding da. Aber ehrlich gesagt, kann das da ja fast bleiben. Ja, du gehst erstmal weg. Das heißt, das haben wir jetzt. Jetzt bräuchte ich noch die Schmelzöfen, diese Sonderschmelzöfen. Die da für Elektrum und Invar und hast du nicht gesehen. Und währenddessen sollte ich forschen. Erforsch bitte nicht Nitrogen irgendwas, sondern erforsch bitte Lithium. Batterien. Nee. Radaranlagen. Hatte ich vor kurzem mal erwähnt, ne? Ja, machen wir. Gut. Blub, blub, blub. Da. Electric Metal Mixing hast du nicht gesehen. So, du machst bitte. Das ist echt viel Zeug hier. Bronze, Brass, Electrum, Gunmetal. Mach Invar. Nickel und Iron Plate. Das heißt, du brauchst. Kiste. Kiste. Zing, zing. So. Einmal Eisenplatten bitte und einmal Nickel. Nickel. Nicht ganz so viel, weil davon haben wir, glaube ich, nicht so viel. Und dich beschränken wir mal auf 2 Stacks.
Okay, also Invar hätten wir. Brass hätten wir. Bronze haben wir, glaube ich, noch nicht. Macht. Oh, warte. Du weg. Dich kopieren, ja. Umdrehen, umdrehen. Dich. Wo seid ihr? Da. Nun stellen die jetzt alle Invar her, dass es nicht so toll ist. Der. Weg, weg. So. Alles aus. Alles aus. Weg, weg. So, du stellst bitte her. Kobaltstahl. Wir haben nicht mal genug Kobalt für die ganzen Sachen, die wir brauchen. Tungstenplatte? Bronze. Bronze haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt. Tin und Copper. Also jedenfalls sehe ich es hier nicht. Ja. Du. Unser schönes, schönes Tin. Mit unserem nicht so schönen Kupfer. So. Und ja, das Tin. Was sagen unsere Vorräte? 9600 da oben, das ist Alu, glaube ich, kein Tin. Ich sehe keinen Tin und kein Tin-Erz. Also wir müssen nach Westen. Ich könnte versuchen, die Basis da klein zu klopfen. Die da. Und dann mit der geplanten West-Expansion anzufangen. Aber ich habe da nicht so wirklich Vertrauen. Meine Fähigkeiten. Setz mal die Alien-Lampe dahin. Bluff. Oh Gott. Ja, also ich werde recht schnell Spawner töten können. Problem ist nur, wie schnell können die mich töten? Ja, ich geh mal. Sobald sie zucken. Nein! Dumm. Ich hab's verwundet oder so. Und meine Batterien sind alle. Na, kommt näher ran. Apropos Batterien alle. Ich könnte währenddessen die besseren Batterien machen. Aber ich habe überraschend lange gehalten. Also ich hatte so einen kurzen Panikmoment, wo ich dann vergessen habe, oh, ich sollte die Waffe wechseln. Oh, ich sollte vielleicht vor der Horde Aliens weglaufen. Da hätte ich eigentlich sterben sollen. Das wäre so die erwartete Reaktion gewesen. Aber die Schilder haben gehalten und alles war gut. So, richtige Waffe, Slow-Dinger und jetzt gib ihm. Ein Spawner ist weg. Es wird sich jetzt eine Weile ziehen. Und die Forschung ist fertig. Sehr schön. Mach. Wo war der Haken bei der Rüstung? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da. Haken bei der. Module. Weil ich die Modullabore noch nicht gebaut habe und so weiter. Advanced Combat Robotics. Combat Robotics Port Wagon? Wie geil! Es gibt eine Bahn, die einen Roboport drauf hat. Drone Orders Defend Player. Drone Orders. Alter Falter. Okay, ist für die Zukunft vorgemerkt. Wir hätten jetzt allerdings ganz gerne. Komm mal, forsch kurz diese Schleifpaste da. So, mach das alles da kaputt. Munition habe ich noch genug, ne? Ja, 4. Dingensbummens. So, die Smog-Einsammeldinger haben keinen Strom, das ist zu vertreten, weil wir eh nichts mehr wirklich mit Smog am Hut haben. Also, wir kümmern uns an den Strom.
Übrigens sorge ich gerade sehr stark dafür, dass die Gegner mutieren. Also würde ich mich nicht wundern, wenn demnächst die erste Königin oder König da auftaucht. Wobei ich glaube, die Könige kamen zuerst. Das sind echt viele Spawner. Okay, Randa. Gut. Mein Schild ist super. Was bist du eigentlich für einer? Du bist ein Elder. Ja, du bist auch relativ neu. Was den Evolutionsgrad angeht. Und durch das Töten kriegen wir anscheinend auch sehr gute Erfahrungspunkte, was Cursed angeht. Das ist, ja, gut. Ist halt so. Pio, 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 pio. So, sollte ich nächstes Mal gucken, wie viele Topase wir inzwischen hergestellt haben für neue Türme und so. Und wie viel Strom ich verbrauche. Das ist ein Punkt. Guck mal. Ja, das geht. Also, dass durch die ganzen Angriffe vielleicht die ganzen Akkus leer gesaugt wurden. Das war meine Befürchtung. Aber nö. Ist alles gut. La. Wollte gerade töten. Polishing. Da. Da kommt gleich die nächste Basis hinten dran. Das ist echt krass hier. Spawner weg. Versuch mal ein bisschen mehr zu reißen. Das ist laut von euch. Oh, keine. Bau, 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 bau. Schießt schneller. Oh, da ist ein Stein. Stein weg. Das ist eine Lebensgefahr, der Stein da. So. Die komischen blauen Blubbel fertig. Jo. Nichts kann ich vorbereiten, weil ich kein Gold habe und kein Kobalt und kein Invar und was weiß ich. Beschädigt werden übrigens die dicken Türme gerade. Nicht die Topaz-Türme. Achso. Es war nicht beabsichtigt für die Fließbänder. Aber scheint die auch gar nicht so stark tangiert zu haben. Also theoretisch könnte man die auch als Verteidigungsmaßnahme nutzen, wenn die von der Basis wegzeigen. Man benutzt dann nicht die gelben, sondern irgendwie hellblauen oder so. Oder die super duper übermäßigen Ditec Fließbänder. So, du dahin noch drei Magazine. Oh. Ja, 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 ja. Bin hier schon vorsichtig. Ja, so eine Frage von stinkender Folge hin und her laufen. Also falls ihr darauf keinen Nerv habt, einfach die nächste Folge überspringen. Forschung, 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 Forschung. Haben wir, glaube ich, nicht genug, oder? Stimmt eigentlich. Eisen und Kupfer habe ich gar nicht überprüft, ob das immer noch im 90.000, 40.000er Bereich ist. Construction Bots. Wären wir die Ditec Bots? Nein. Bessere Electrolyzer. Nochmal. So. Geh mal rein. Genau. Können wir währenddessen mal die Bestände überprüfen. Es sind nur noch 75.000 Eisen und 30.000 Kupfer. Das heißt, wir sollten bald wieder Replikatoren aufstufen, meine MK-Stufe. Und dann auch entsprechend die Schmelzöfen. Und guck mal hier. Ganz viele Lila-Kisten. Das heißt, die Roboter... Ja, 150 von 200 Robotern haben nichts zu tun. Ah, das ist schick. Und das sind alles MK3-Roboter. So, ja, kein einziger Eisenkondit. Oh, ich habe übrigens nicht die Schmelzen gemacht für die grünen Platten, die ich vorgehabt hatte. Dich killen. Dich kopieren. Hinsetzen, hinsetzen. Blauen Kisten von Hand setzen und ersetzen durch. Ich hätte gern das da. So, und mal 4 Stacks oder so beschränken. Weil die Platten brauchen wir doch recht häufig.
Gut, allerdings kommt jetzt kein grünes Erz an, weil wir da noch nichts gemacht haben. Tja. Ja. Wird jetzt ein wenig kurios sein für die Roboter, dass sie zum ersten Mal wieder Erz transportieren müssen. Seit einer ganzen Weile. Aber das kriegen die schon hin. Und ist auch nur temporär, bis ich da wieder was mir reinfallen lassen. Hauptsache, es wäre jetzt noch was hergestellt. So, und dann hätte ich ganz gerne hier, dass du dir die grünen Platten schnappst. Und daraus Magnete herstellst. Und du bitte das Ganze schneller machst.